Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Tropico 5. Ja, viele werden sich fragen, du, warum gestern kein Tropico? Ja, das Spiel hat völlig abgeschissen. Ich konnte irgendwie gar nichts machen in dem Spiel. Überhaupt nichts, ja. Nicht gestartet, dann am Anfang gestartet, danach abgestürzt. Und dann ist das Spiel nicht mehr gestartet. Immer irgendwelche Fehlermeldungen. Dann habe ich natürlich repariert über Steam etc., so wie sich das natürlich gehört. Und dann hat es trotzdem nicht gestartet. So, und jetzt bin ich vorhin beigegangen, habe repariert, 5-6 Mal hintereinander und dann hat's funktioniert. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, so, ich habe mir nämlich die Nacht über ein bisschen Gedanken gemacht, warum ich immer lose. Und ich gehe davon aus, und deswegen verpissen sich auch immer hier die Leute, dass uns Luxus fehlt. Ich habe in dem Sinne letztes Mal schon gut reagiert hier mit den Luxuswohnungen und ich glaube, dass die nämlich sehr unzufrieden sind. Ja. Und zum Beispiel wie unser Klinikum, ist natürlich auch total assi, aber wir haben ja jetzt hier das Atomkraftwerk, was schon 1000 Watt erzeugt bei 4 Mitarbeitern. Und wenn ich dann das Klinikum baue, dann sollte eigentlich die Gesundheits auch nach oben gehen. So, ich werde jetzt die Zeit hier laufen lassen. Ich habe jetzt hier so eine Straße, da so eine Straße. Ich werde hier hinten nachher noch einen Bahnhof hin, einen Bahnhof, ja, ja, ich baue hier einen Bahnhof hin, noch ein Dingens hinbauen. Wie heißt es, ein Hafen, ja, und dann sollte das eigentlich auch gut funktionieren, denke ich zumindest schon mal. So, was wichtig ist, dass wir jetzt erstmal hier die Luxusvillen für die Leute wirklich gebaut bekommen, dass die Leute viel besser drauf sind, dass sie mehr Luxus haben, weil Luxus kann ich mir vorstellen gleich zufriedener, also denke ich jetzt einfach mal, ja. Und werden das jetzt mal ein bisschen beobachten und mal gucken, wie schnell wirklich da die Leute dann einziehen. Und so da dann drauf reagieren. Denke ich zumindest mal. So, was jetzt erstmal wichtig ist, dass hier wirklich die reichen Leute dann einziehen und dass die Wohnqualität in dem Sinne für die Leute steigt. Und danach werden wir beigehen und werden hier auch noch diese ganzen Baracken auch noch ein bisschen verbessern. So, ich hoffe, dass hier bald noch der nächste Dampfer kommt, dass wir dann gleich mal wieder auch ein bisschen Plus machen. So, da ist zum Beispiel noch nicht voll. Da ist auch noch nicht voll. Also ob das jetzt wirklich was bringt, Leute, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Russland überweist ihn 5000. Ja, das ist nett von Russland. Dann kann ich nämlich hier erstmal so ein Stromspannungsgerät irgendwo hier hinpflanzen, würde ich sagen. Nämlich da. Ja, und das machen wir dann auch mal auf Schnellbau, dass hier die ganzen U-Bahn-Stationen wirklich auch mal Strom haben. So. 3 von 4. So, wir brauchen auf jeden Fall noch so eine U-Bahn-Station. Die dürfen wir nicht bauen. Das ist aber auch nicht ganz so schlimm. Hier unten haben wir überall Strom. Bis hier vorne hin. Das ist okay. Hier oben fehlt uns auf jeden Fall noch ein bisschen Strom. Dann bauen wir doch einfach hier nochmal einen hin, Leute. Geht einfach darum, dass wir hier so ein bisschen Strom haben. Guck mal, die Zufriedenheit steigt. Ob das jetzt an den Luxuswohnungen liegt, das kann ich wirklich nicht sagen. Das werden wir jetzt einfach mal ein wenig beobachten. Jetzt wieder nur noch 39%. Also keine Ahnung, was hier wirklich los ist. Okay, wir gucken mal, was Präsident, hier anfällt. Wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält. Ohne Sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Wir machen Bananen, weil Bananen hab ich. Da, Bananen, ja. Alles klar. Mein Bester, ich schlage vor, wir nehmen offizielle diplomatische Beziehungen mit den Yankees auf. Okay, machen wir. Da ist Russland drin. So. So, jetzt kommt der Hauptfrachter. Da sollte jetzt eigentlich das meiste Geld. Und 20 neue Bürger. Das ist doch auch schon mal sehr schön. Ja. Was einfach wichtig ist, dass wir hier so langsam überall wieder Leute reinkriegen. Wir haben die Universität und eine Highschool. Und ich hoffe einfach, dass wir wirklich die Leute zufriedener kriegen durch diese Luxuswohnungen. Das ist jetzt einfach, ja. Ich hoffe es einfach, Leute. Mehr kann ich auch nicht machen. Ja, da müssen wir die Gesundheitszufriedenheit nach oben bekommen. Deswegen bauen wir jetzt noch das Krankenhaus.
Ja, das könnten wir eigentlich ruhig da hinbauen. Und dann möchte ich noch ein bisschen hier ein Opernhaus bauen. Dass die Reichen hier mal ein bisschen zufriedener werden, Leute. So. Ja, wir brauchen unbedingt Geld oder Zufriedenheit. Die Zufriedenheit ist das A und O hier, glaube ich. Und wir werden hier mal hohe Priorität setzen bei dem Krankenhaus, dass die Gesundheitsreform oder die Gesundheit nach oben steigt. Und dann sollten wir das eigentlich so langsam auch hier... Nahrung ist ganz okay. Gesundheitsversorgung ist 1, ist ein absoluter Graus. Wohnraum ist 36. Und 163 Obdachlose. Ja, das ist überhaupt gar nicht gut. Wie soll ich 136 Obdachlose hochbekommen, ne? Okay, wir können zum Beispiel hier überall die Wohnqualität der Häuser erhöhen. Nur durch Strom. Zum Landhaus. 166.000. Elektrizität. Da 10 Punkte, aber der Stromverbrauch steigt um 5. Das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Guckt euch das an, wir haben 1260 Megawatt. Ja, also ich werde gleich den ganzen Häusern erstmal Strom geben, wenn wir wieder Plus haben. Da kannst du dann drauf wetten, Leute. Und dann sollte dieser ganze Kram dann auch endlich wieder in die Gänge kommen. Will ich mir zumindest hoffen. Oder will ich zumindest hoffen. Ja. Die Wohnqualität steigt damit um 10. Und damit müssten wir dann auch die Leute wirklich zufriedener bekommen. So, und die kriegen auch Elektrizität. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Strom gegeben. Was uns so jetzt aber nichts gebracht hat bis jetzt. Nur, dass die Zufriedenheit noch weiter in den Keller gegangen ist. Aber die Wohnqualität ist jetzt bei 42 und die sind bei 30. Also, ja, sollen doch zufrieden sein, finde ich. Und ich werde die Zeit langsam laufen lassen. Erstmal, ja. Es geht einfach darum, dass ich die... Ihr wisst, was ein neues Krankenhaus bedeutet, meine Damen. Süße Ärzte, ich glaube, mir ist gar nicht gut und ich brauche ganz schnell einen guten Arzt. Denk mal, genau. Den Doktor spielt. Präsidente, Sie sind der beste Anführer. Okay, erhöhen die Sicherheit um 15. Das werden wir machen. Dann brauchen wir eine Polizeistation gleich. Und damit sollte dann die Sache dann auch gegessen sein. So, wir brauchen aber hier auf jeden Fall... erstmal ein paar Leute, die da arbeiten möchten. Ja, wir haben jetzt 6 von 7 Schüler, 7 von 7 Schüler. Da hauen wir mal einen Erfinder rein. Naja, das hat uns eigentlich nichts gebracht. Aber egal. 38% Zufriedenheit. Ich glaube, es sinkt wieder rapide im Keller. Na, dadurch machen wir auch ein bisschen Einnahmen. Wir haben 17.000 minus. So, jetzt sollte eigentlich wieder Geld kommen, dass wir hier ins Krankenhaus Menschen reinkriegen. Weil die Gesundheitsreform muss steigen, Leute. So, einen haben wir. Einer sollte auch vollkommen ausreichen. Denke ich zumindest. Hier haben wir auch keinen mehr. Es liegt wirklich allgemein daran, dass wir einfach nicht genug Leute in der Universität haben. Ja. So. Da ist der neue Frachter angelegt. Da haben wir jetzt auch gleich das Klinikum. Die Wohnqualität der Gebäude steigt. Mhm. In der Nähe. 100.000
1000 heulende Höllenhunde, Präsident. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Okay. Wir haben immer noch ein absolutes Geldproblem, Leute. Wo die Waren immer noch so viele hier liegen. Also ich habe absolut keine Ahnung, warum wir die Waren nicht wegkriegen. Wir haben so viel Transportbüros. Also gut, wir haben jetzt Geld. Stopp. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Wo haben wir schon? Okay, dann haben wir den auch. Dann machen wir hier weiter. Ja, ich will jetzt überall Strom haben. Und ich erhoffe mir einfach, dass die Leute dann etwas zufriedener sind. Ja, das kostet uns jedes Mal $50. Das ist eine Lachnummer, Leute. Ja, und wir haben jetzt einen riesen Atomkraftwerk gebaut. Das sollte dann ja wohl nicht so ein Problem sein, die ganzen Leute mit Strom zu versorgen. Und dass wir einfach die Zufriedenheit nach oben bekommen. Erhoffe ich mir, dass das so funktioniert. Ja, ich mache jetzt auch erstmal nur diese Häuser hier, weil das sind so die meisten. Na komm. So. Das hätten wir dann. Nipol Express. Mhm. 423 Monate. Ach du Scheiße. Das lassen wir mal lieber. Das und das hätten wir. So, jetzt müssen wir halt. Wir können hier die Wohnqualität ja aufsteigen. Mit Elektrizität versorgen. Hier genau das gleiche. Und hier auch das gleiche. Hier steigt es nämlich um 15 Punkte die Wohnqualität. Ja, wir hatten vorher eine. Oh, jetzt haben wir eine Wohnqualität von 80. Ja, leckt mich am Arsch. Das ist ja besser wie die Dingens. Können wir uns zurzeit nicht leisten. Okay. Ja, hier kostet es auch nochmal 1000. So. Und dann hoffe ich, dass sie jetzt auf jeden Fall zufriedener sind. Dadurch. Ja, wir müssen hier die Universität, müssen wir mal besser bezahlen, Leute. So. Dass hier mehr Leute in der Universität arbeiten. Ja, da fehlen immer noch 2 Mitarbeiter. Jetzt sind wir schon bei 8 und einer fehlt noch. So, dann hätten wir nämlich dann gleich 10 Leute, die da drinnen sitzen. Und das bringt nämlich eine ganze Menge, will ich zumindest hoffen. Hier steigt es auch. 38% Zufriedenheit. Wir haben sehr, sehr viel Strom jetzt verteilt. Wir haben jetzt einen Stromverbrauch von 495 schon. Das ist nicht wenig, Leute. Ja. Nur solange wie wir die letzte U-Bahn-Station nicht bauen, geht dieser ganze Scheiß auch nicht los. Und daher will ich jetzt erstmal die Zufriedenheit der Bürger wirklich nach oben pushen. Jetzt fehlt uns hier wieder einer, da wieder einer. Hier arbeiten die Leute, da arbeiten die. Da ist voll. Und Universität fehlt uns jetzt noch einer. Aber wir haben 8 Studenten da drinne. Forschungsprojekt. Universität beginnt mit dem Produzieren des Forschungspunktes. Sie können das sich nicht leisten. Ja, motorisierte, inflationierte Ausbildung. Effizienz steigt um 50%. Studenten beenden das Studium schneller.
Das ist zum Beispiel das nächste, was ich da reinhaue, dass wir viel mehr Universitätsleute haben. Ja, wir brauchen das einfach. Dass die Zufriedenheit immer noch nicht nach oben geht, finde ich auch doof. Ja, Gesundheitsreform ist wirklich noch scheiße, Nahrung auch, Unterhaltung ist ganz okay, Sicherheit, sind sie eigentlich gut mit zufrieden. Gesamtzufriedenheit 43. Gesundheitsversorgung ist wirklich assi. Das ist das Einzige, was wir haben. Weil hier ein Einziger arbeitet und einer da. Ja, aber das können wir beheben, indem wir wirklich beigehen würden und hätten mehr Leute. Handeln. Achso. Okay. Das muss doch irgendwie klappen. Dass wir hier die Leute wirklich zufriedener kriegen. Da haben wir die Polizei, ne? Ja, Polizeiwache. Ja, wir bräuchten hier unten noch eine Polizei. Hier ist alles rot. Okay, dann gibt es noch eine Polizeiwache. Ne, müsste ganz vorne sein, ne? Ne, auch nicht. Dann hier. Ne. Modefirma produziert Kleidung aus Stoff. Polizeiwache. Nicht Blindfisch. Hab ich das echt übersehen? Brauchen auf jeden Fall eine Straße hier. Okay, hätten wir dann auch. Auch angeschlossen, sehr schön. So, nächste Polizeiwache ist gebaut. Erhöhen Sie die Sicherheit, haben wir die US-Einheiten, Zufriedenheit der Gesundheitsreform, Banken. Okay, wir brauchen noch eine Bank. Was kriegen wir eigentlich dafür? Das wird mich jetzt auch mal... Was kriegen wir dafür, wenn wir die Bank abschließen? In dieser bösen Welt sind Banken das einzig Gute. Okay, was kriegen wir für uns Mein Bester, Eingang? Ich schlage vor, USA wir nehmen... Okay, wir nehmen eine Bank. Eine Bank. So, dann hätten wir eine zweite Bank. Und jetzt können wir die ganze Sache... Ich bin so wütend! Die Rebellen greifen an. Ja, das geht natürlich jetzt absolut gut los. Alles ein bisschen zu schnell. Wo greifen die an? Oh, ganz hier unten ist natürlich klar, macht meine Rumdingens kaputt. Und meine Soldaten werden nicht schnell genug da sein, bevor sie kaputt ist. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente! Wir haben eine Krise und müssen... Ja. Wir werden versuchen, die Rebellen zu verringern. Präsidente? Ausgezeichnet, mein Bester. Tropico wird in Sachen Globalisierung garantiert ein wichtiger Global Player. Zwei kostenlose Bürogebäude. Da gucken wir uns das doch erstmal an, was wir dafür bekommen. Was sind Bürogebäude? Nee. Kriegen wir auch nicht umsonst? Auch nicht? Die kriegen wir umsonst. Die haben ja gerade hier diese Rumdingens kaputt gemacht. Ach, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, ich könnte hier eine Möbelfabrik bauen. Dafür brauche ich aber... das Sägewerk. Genau. Und Textilfabrik brauche ich dafür die Stoffe. Also ich sollte mir jetzt genau überlegen, wie ich vorgehe. Zum Beispiel sollte ich Zucker, Mais, Kaffee, Tabak, Zucker, Bananen. Ich bin so wütend. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist.
bauen sie 3 Lama-Farmen. Ich bin so wütend. Ein Militärputsch hat begonnen. Leute, ich schaffe es nicht. Wirklich nicht. Ich komme da nicht gegen an. Und wir haben jetzt die Sicherheit erhöht. Wir haben jeden einzelnen Kram wirklich hier erhöht. Aber wir kämpfen jetzt mit Menschen gegen Panzer. Und ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Ich glaube es wirklich nicht. Ich bin zu blöd für diese Mission. Ja gut. Wir haben es doch geschafft anscheinend. Und die Zufriedenheit steigt jetzt auch. Wir sind jetzt bei 42%, jetzt wieder nur noch bei 40%. Es schwankt alles ziemlich sehr. Also das muss ich wirklich sagen. Gut, aber ich habe jetzt einen Plan. Und zwar möchte ich jetzt gerne... Ich möchte jetzt gerne erstmal hier diese Lama-Kacke hier bauen. Lama-Farm. So. Hafen... Nein. Farm. Und dann Lama. Wolle. Ja, da bekommen wir doch schon die Wolle. Genau das, was ich haben möchte. Okay, gucken, wo die Straße ist. Da. 1. Lama. Da. 2. 3. So, jetzt haben wir Wolle. Und aus dieser Wolle, weil wir kriegen ja 2 Gebäude umsonst. Empfohlenes Gebäude, Recycling Center. Nee, möchten wir jetzt nicht. Baue ich die Textilfabrik. Aus Textilfabrik produziert Stoff aus Wolle und Baumwolle. Und hier brauche ich Stoff. Produziert Stoff aus Baumwolle und Dingen. So, dann brauchen wir hier die Textilfabrik. So. Und aus der Textilfabrik brauche ich dann noch... Warum dürfen wir die jetzt nicht bauen? Vorhin durfte ich es doch. Warum darf ich das jetzt nicht bauen? Jetzt soll ich es auch bezahlen. Er hat doch gesagt, 2 freie Gebäude, oder bin ich jetzt blöd? Na gut, aber wir haben wenigstens eine Textilfabrik. Okay. Wir müssen diese hier aber auf... Komm, das machen wir schnell, Bau, Leute. Da brauchen wir die... Das kostet 800. Wir müssen diese Aufgabe hier schaffen. Ja, das ist wichtig. So, jetzt haben wir 1800, Leute. Und für 1800... gehe ich aufs Apartment. So. Und ich werde jetzt diese ganzen 1800 hier komplett durchhauen dafür. So. Und dass wir diese ganzen Scheiße wirklich fertig kriegen. Um die Zufriedenheit der Bürger hier wirklich mal zu steigern. So, und alle, die rot sind... Ich liebe Tropico im Sonnenuntergang. Kann ich töten. Präsidente? So. Weg mit den ganzen Puzzlelacken hier. Ja, die wollen uns eh nur verarschen. Weg mit dem Zeug. Das geht nicht. Alle, die hier rot sind, sind gegen uns. Womit kann ich dienen? Und die bringen wir gleich um die Ecke. So, vielleicht haben wir dann ein bisschen mehr Ruhe. Ich muss... niesen. So, ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Tropico 5. Bis zur nächsten Runde. Ciao, Ilaui.